Hallo zusammen, heute aus meinem Garten mit einem Insider-Video. Das heisst, vielleicht geht es irgendwann öffentlich, im Moment sicher nicht. Ich mache das Video einfach auch, um zu zeigen, was für Wege helfen können, wenn man eine Entscheidung treffen muss für sein Tier. Und das gerade für Leute, die vielleicht auch ein bisschen therapeutischen Hintergrund haben, ein bisschen mehr wissen, oder eben auch für Leute, die sich entsprechend eingelesen haben und mehr wissen oder schon andere Erfahrungen gemacht haben. Und man deswegen gerne so ein bisschen zweigespalten ist zwischen Herz und Kopf, zwischen Angst und Gefühl, zwischen Vorsorge und also zwischen vorsichtig sein, meine ich, und Vertrauen haben. Und zwar habe ich den einen Tumor, den Daschka seit anderthalb Jahren hat, der unverändert war, immer schön stabil war, habe ich müssen, die ganze Krebstherapie absetzen für 2 Monate, weil sie eine Struvit hatte und die Krebstherapie natürlich Struvit begünstigen kann, weil der Urin dann sehr basisch ist. Und ich gesagt habe, gut, widerwillig, also mein Gefühl hat dort schon gesagt, macht das nicht. Aber ich habe gefunden, jetzt ist das akut, der Rest ist ja so stabil, dann können wir das machen und ich würde ja sehen, wenn dann etwas in die falsche Richtung sich entwickelt. Gut, also hat es jetzt 2 Monate lang, ich bin schauen, es war am 18.01. gewesen, seit dem 18.01. bis vorgestern, hat sie also einen Nicht-Krebs-Plan gehabt, hat nicht mehr ihre Pilze bekommen, nicht mehr ihre Magen- und Darmaufbauende Geschichten, sondern einfach nur noch Ansäurungsmittel. Also das ist auch nicht schlimm, es läuft über Aminosäure und gleich macht das natürlich nicht nur den Urin sauer, sondern verändert natürlich, gerade wenn die Ernährung sonst auch noch auf sauer umstellst, auch andere Geschichten im Körper. Und so war es, dass ich durch Zufall, also nicht bei den normalen Kontrollen, die ich mache, sondern durch Zufall gesehen habe, dass jetzt das eine Tumörli 2,5-fach grösser ist als vorher, nicht mehr abgrenzt, schwammig und sich einfach nicht gut anfühlt. Leider, es ist der eigene Hund, ist dann der erste Impuls gekommen, so Scheiße, jetzt müssen wir das operieren. Ich habe dort aber nicht erkannt, dass das Scheiße, wir müssen, eigentlich schon mein Impuls gewesen wäre, dass es sich nicht richtig anfühlt. Sonst hätte ich hier nicht gefunden, oh nein, jetzt ist das so. Wobei, es gibt Sachen, die man im ersten Moment findet, so, oh nein, ja, eigentlich habe ich keine Lust drauf, aber ich will gleich. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann damit auseinandergesetzt. Ich hatte tolle Gespräche mit Fachpersonen, mit Kolleginnen und Kollegen von mir, sowohl aus dem therapeutischen wie im nicht-therapeutischen Bereich. Weil ich der Typ bin, ich muss mit Leuten reden, um selber wieder zu spüren, was ist meine Intuition. Und ich habe für mich gelernt, so Entscheidungen treffe ich nicht rational, schon lange nicht mehr, sondern wirklich das letzte Wort hat der Bauch. Und wer mich seit Jahren kennt oder mich die letzten 10 Jahre nicht mehr kennt hat, der findet jetzt, was ist mit dem passiert. Ich war sonst immer der rationale Typ. So können sich Sachen ändern, man lernt dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Nebst dem, dass ich mich auseinandergesetzt habe mit meinen Themen dazu und herausgefunden habe, dass ich dort ein Thema hatte, das die letzten Tage wieder hochgekommen ist und ich einfach Angst hatte, dass man meinen könnte, wenn ich mich für den Weg entscheide, den ich möchte, dass Leute könnten denken, ja, er macht es wegen Geld. Dabei ist das A, rational gesehen, ein Witz, weil meine Hunde haben einen Anteil vom Sparkonto zu gut. Die haben ihre, die haben, also für das ist Geld auf der Seite. Das ist mal die eine Seite. Und die andere ist die Alternativmedizin. Also der Weg, den ich gespürt habe, kommt auf lange Sicht teurer, als wenn man schnell mal operiert. Genau, die zwei Sachen sind im Raum gestanden. Ganze Gesäugeleisten operieren oder Silo und alternativ machen. Was normalerweise mein Weg wäre in so einem Fall, also im Sinn von, wenn es nicht der eigene Hund wäre und das Muster nicht gekommen wäre, hätte ich gar nicht so überlegt. Aber aus einem Grund haben wir ja unsere Tiere und aus einem Grund machen wir ja Muster. Und ich habe dann umso mehr ich auch mit Fachleuten, die ich befreundet bin,
geredet habe, umso mehr hat sich auch herauskristallisiert, auch auf der rationalen Ebene, macht der Weg, der sich für mich richtig anfühlt, einfach auch mehr Sinn. Der andere ist wirklich eine reine Vorsichtshandlung. Ja, jetzt habt ihr ein bisschen Kontext. Ihr seht jetzt, wo ich wieder klar war, weil ich nur Karten lege, wenn ich aus dem Emotionalen draußen bin, wenn ich wieder ein bisschen klar bin, wenn ich ein paar Mal darüber geschlafen habe. In dem Fall zwei Nächte darüber geschlafen habe. Und habe die Karte gelegt, bevor ich die Tierärztin angerufen habe. Also das werde ich jetzt noch machen, um zu wissen, ob sie jetzt Metastase hat oder nicht, weil ich sie röntgen lassen. Für mich ist aber klar, ich habe mich für einen Weg entschieden. Und ich werde den Weg gehen, wo mein Herz sagt und wo sich auch für die Tasche richtig anfühlt. Und ihr seht selber ein bisschen, wie eben auch Karten legen helfen kann. Ich wollte das kurz teilen. Also oben sehen wir den Weg. Taschka nicht operieren und alternativ machen, was sich richtig anfühlt. Unten sehen wir den Weg operieren und dann weitermachen alternativ. Jetzt sehen wir hier, das ist jeweils um das geht's. Und hier ist spannend. Hier heisst es, es geht um eine grosse Chance. Es geht darum, auf sein Herz zu hören. Es geht um Selbstentfaltung und auch darum, eine Chance zu haben, auf eine Lebensaufgabe und eine Herausforderung einzugehen, an der man wachsen und reifen kann. Dann geht es weiter mit jeweils, was der Anfang, die anfänglichen Gefühle dazu sind, dann wie das Umfeld reagiert und auf was es rausläuft. Machen wir das doch gerade direkt. Wenn man den Operationsweg sieht, dann geht es darum, um eine erfreuliche Nachricht, um einen Abschied, der gefeiert werden kann. Und das ist für mich spannend. Dieser Weg zeigt für mich mehr die Thematik, dass das halt auch ein Weg ist, wo ich als Therapeut und Mensch wieder dran wachse, weil es neumodurch wirklich auch um eine Grundsatzfrage geht, setze ich das um, was sich in meiner Welt für richtig anfühlt. Und ja, und da ist wirklich so der Wunsch und die Hoffnung, um das Leid herumzukommen und es ist operiert und dann ist der Hund gesund. Und das Spannende ist, wenn ich das sogar anschaue, merke ich, das stimmt nicht. Es geht zwar um das ist das, was ich mir erhoffe mit dem. Und ich spüre jetzt, dass ich das nicht manifestiert fühle, obwohl ich das Gefühl habe, ich könnte das schon schaffen. Fühlt sich aber nicht authentisch an. Dann geht es weiter eben mit den Gefühlen, wie sie am Anfang sind. Und da sehen wir hier genau das, wie ich mich jetzt die letzten, also gestern, gefühlt habe. So die Erkenntnis, also die schmerzhafte Einsicht geht es darum, das ist das, was gegangen ist. Also dass es wirklich einen Weg zeigt, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich zu etwas zwingen. Oder wo ich das Gefühl habe, dass wirklich so das Kopf und Herz am Kämpfen, dass nicht sich einig sind und dann aber auch mit Hinweis schaue, was am Ende rauskommt, zum Wissen, lohnt sich der Stress am Anfang. Und hier ist spannend, da haben wir dann wieder den Weg mit der OP. Also das heisst, da sieht man die Karte auch schon an, die sieht nicht sehr erfreut aus. Und ich will schnell im Buch schauen, weil es so treffend ist. Und ich gelesen habe, ja, das ist wirklich die Faust auf dem Auge. So treffend. Und zwar, der Anfang fällt schwer, wenn die Karte nicht sogar bedeutet, dass man das Vorhaben gerade von Anfang an wieder negiert, also weglässt. Und wenn man von Anfang an nicht sagt, hey, weißt du, also ich lasse das, ich habe wirklich keine Lust drauf, dann ist es so, dass man den Weg wirklich nur widerwillig geht und mit schwerem Herz. Und das ist wirklich so genau das, wie sich das auch anfühlt.
Was natürlich irritiert hat, weil ich mir das davon erhofft habe. Und das ja auch schon gespürt habe. Oder denn hier die Einsicht und hier aber auch der Weg. Dann kommen wir doch mal ins Umfeld. Und da bin ich gerade, ich fühle mich gerade so mega dankbar und blessed, weil hier sehen wir einfach die Leute, sie sind hier, jeder hört mir zu, jeder ist für mich hier, aber überlässt mir die Entscheidung und den Weg. Also das ist so, sie sitzen hier, sie sehen all die Sachen, die man bieten kann, sie sehen meine Möglichkeiten, sie sehen die Möglichkeiten der Situation, sie sehen die Möglichkeiten von der Daschka. Und sie sind aber in abwartender Haltung. Und hier auf dem anderen Weg mit der OP sieht man, dass natürlich viel mehr aktive Zustützung ist, Zuhilfe ist, viel mehr aktiv, also nicht in dem Passiven, nicht in dem, ich nehme mich zurück, sondern ich helfe da. Da sieht man da wirklich aber auch die ganzen Kelche, man sieht auch, was da ist. Und das ist so, was ich auch wahrgenommen habe, so in meinem privaten Kreis und im tierärztlichen Sektor. Also wirklich einfach, ich bin gesegnet mit guten Vibes. Und dann eben, auf was es rausläuft. Und da sieht man hier oben beim 7 Stab, dass das zwar sicher ein herausfordernder Weg ist, man sieht aber, er steht erhöht und man meistert das. Und jetzt kann man das zweierlei sehen, oder ich empfinde das zweierlei. Einerseits ist das Daschka und einerseits bin ich das, weil wir hier beide auf dem Weg sind und wortwörtlich im Buch haben wir, wohin es läuft. Letztlich läuft es auf eine Rivalität oder einen Kampf hinaus, den sie gewinnen werden, wenn sie ihren Standpunkt unmissverständlich klarlegen und genügend Biss zeigen. Das zeigt für mich, hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, den Scheiß hinter uns zu lassen, Krebs gar nicht erst in Stirolo oder hinter uns zu lassen. Und sowohl Daschka wie auch ich, wenn wir genug Biss haben, schaffen wir das. Während wir hier nicht sehr einen glücklichen Dude haben, wenn man jetzt dort Operationsalternativen anschaut. Und jetzt suche ich es auch gerade im Buch, damit ich es gleich kann weitergeben kann und nicht schon wieder von meinem Filter drin ist. Und hier haben wir bei 4 Münzen, worauf es anläuft. Nur wenn ihr Ziel ist, Sicherheit zu finden und wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen, sollten sie diesen Weg gehen. Aber selbst dann müssen sie wissen, dass die hier gezeigte Haltung auf lange Sicht übertrieben und nicht unbedenklich ist. In allen anderen Fällen ist das Ergebnis dieses Weges zu eng und zu festgefahren, dass es ratsam ist, die Karten nach einem alternativen Weg zu befragen. Also es geht ums Thema Übervorsicht. Und ich habe die letzten Tage das Universum gefragt, was das ist, was mein Thema dort ist. Und gestern nach dem Telefon mit Sonja ist dann wirklich auch die Erkenntnis gekommen, dass das ist Angst, das ist Übervorsicht. Es ist nicht das, was ich zuerst gemeint habe, das Thema ist, sondern es ist wirklich die Angst, die mich von meinem natürlichen Weg und auch von der Daschka, sonst wäre sie nicht bei mir, Daschka ihren Weg abgebracht hat. Obwohl wir beide Wege gehen könnten. Und es ist so, am Anfang sieht der doch viel, viel versprechender aus. Aber ganz ehrlich, ich kämpfe lieber und bin nachher auf fruchtbarem Boden und auf der Klippe oben, als dass ich isoliert, allein rumhocke und alles Leben ist hinter mir. Und sehe so aus. Das ist nicht glücklich sein. Das ist abwarten, ob etwas Besseres kommt. Das ist Kämpfen, aber man schaut von oben ab, man sieht, man kommt weiter. Man hat die Aussicht, man hat die Weitsicht, es hat Potenzial, es hat doch auch etwas kommen. Stagniert, bewegt. Ja. Und bei der Quintessenz ist es auch spannend, also wenn man alles zusammenzählt, dann ist bei dem Weg wirklich, dass es um Schicksal geht, dass es darum geht, auf seinem Weg zu sein und zu lernen und voranzukommen. Und da geht es einfach darum, schnell eine Entscheidung zu treffen. Und das passt auch, wenn ich den Weg mit der Daschka gehen würde, müssten wir uns sofort entscheiden, sofort machen und den Weg gehen. Und da können wir authentisch bleiben. Also hier die Quintessenz ist auch spannend. Es heisst,
Damit lautet der abschließende Ratschlag, dass Sie sich zuversichtlich dem Thema stellen sollen, nachdem gefragt ist, weil Sie nun die Kraft und Geschick haben, die damit verbundenen Aufgaben zu meistern. Und da haben wir wirklich nur, jetzt nicht mehr länger Sachen in Frage stellen, entscheiden, machen. Und das ist genau das, wo ich mich auf dem Weg auch gefühlt habe und das, was hier für mich eben auch stimmt. Frag das Universum nach dem vollen Potenzial und du willst lernen und dein Potenzial leben und dein Hund macht Sachen. So viel zu den Verbindungen.